Willkommen zu diesem neuen Video bei Meet & Grade. Heute dreht es sich um das Thema Messer. Der Titel, die Wahrheit über Messer. Ich möchte hier also ein bisschen aufklären. Ich möchte erklären zum einen, dass Damastmesser immer echte Damastmesser sind und wir trotzdem was ganz Unterschiedliches darunter verstehen und das auch noch zu Recht. Was das genau bedeutet, klären wir in dem Video. Ich möchte euch erzählen, warum viele deutsche Messer gar keine deutschen Messer sind. Ich möchte euch erklären, aus welchem Land ein gutes Messer kommen muss bzw. nicht kommen muss. Ich möchte euch erzählen, worauf es beim Kauf von Messern wirklich ankommt, also auf Details, auf die ihr achten solltet, auf die man so als Laie, wenn man sich mit den Messern noch nicht so auseinandergesetzt hat, niemals achten würde. Und am Ende möchte ich euch sagen, wo man Messer kaufen sollte und wo man sie nicht kaufen sollte, denn ich kann als Käufer letztendlich viele dieser Punkte, die wir heute ansprechen, gar nicht vollends bewerten. Und deswegen ist und bleibt Messerkauf Vertrauenssache. Was das bedeutet, seht ihr in diesem Video. Los geht's! Wie jedes Video hier auf dem Kanal ist auch dieses Video in mehrere Kapitel unterteilt. Ihr könnt unten in der Zeitleiste immer zu dem Kapitel springen, was euch am meisten interessiert. Falls ihr am Ende sagt, das Video war wirklich gut, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr diese Arbeit mit einem Daumen nach oben honorieren würdet. Und falls ihr es noch nicht getan habt und euch Themen rund ums Thema Grillen interessieren, auch ein Abo für den Kanal da lassen. Und ansonsten schreibt mir gerne auch eure Meinung, eure Erfahrung in die Kommentare. Und falls ihr euch auskennen solltet mit dem Thema, ergänzt gerne dieses Video. Ich bin sicherlich kein Meister in Thema Messer. Ich habe mich in meinem Leben mit vielen Themen beschäftigt, unter anderem in den letzten 2 Jahren auch sehr intensiv mit Messern, habe sehr viel dazugelernt und das möchte ich euch jetzt hier weitergeben. Ich habe in der Zwischenzeit auch schon einige Messer entwickelt und hierbei auch schon einige Messer geupgradet, also Dinge auch nochmal optimiert und verbessert. Und all dieses Wissen, was ich mir da angeeignet habe, sowohl als Konsument von Messern als auch dann als Hersteller von Messern, das möchte ich euch hier einmal näher bringen. Starten wir jetzt aber direkt mit Kapitel Nummer 1. Ich möchte einmal darüber aufklären, dass viele deutsche Messer keine in Deutschland produzierten Messer sind. Das ist jetzt auch etwas, was tatsächlich nicht nur für die Messerbranche üblich ist, sondern generell für alle Branchen und unser gesamtes Wirtschaftssystem. Ein deutscher Hersteller wird von der Seite des Kunden ganz häufig so wahrgenommen, dass er auch seine Produkte in Deutschland produzieren lässt. Ganz häufig sind deutsche Hersteller allerdings Firmen, die in Deutschland ansässig sind. Häufig dann noch die Produktentwicklung hier in Deutschland haben, was auch häufig so rüberkommt, als wäre das die Fertigung, ist es dann aber nicht. Manchmal haben die Produktentwicklung aber auch schon im Ausland. Die eigentliche Fertigung, die Produktion, passiert allerdings in den allermeisten Fällen dann im Ausland. Jetzt gibt es ein paar Branchen, unter anderem wie die Messerbranche, wo man immer sagt, ja, deutsche Arbeit ist hier ganz besonders gut. Und wenn wir jetzt einen deutschen Messerhersteller als deutschen Messerhersteller wahrnehmen, dann gehen wir automatisch davon aus, dass auch alle Messer von diesem Hersteller hier in Deutschland produziert sind. Und den Zahn muss ich leider ziehen. Ganz viele deutsche Messerhersteller produzieren viele ihrer Messerserien, vor allem immer im Low-Budget-Bereich, also sprich unter 100 Euro, nicht in Deutschland, sondern im Ausland, damit sie konkurrenzfähig sind und diese Preise mittragen können. Ganz wichtig ist hierbei jedoch zu wissen, ein nicht in Deutschland hergestelltes Messer muss absolut nicht schlechter sein als ein in Deutschland hergestelltes Messer. Wieso, weshalb, warum, da kommen wir noch im Laufe des Videos drauf zu sprechen. Aber es gibt hier ein paar Tricks seitens der Messerhersteller, die ich euch nennen möchte, weil als Messerhersteller muss man ja auch immer beachten, wenn der Kunde ein Messer kauft von einem deutschen Messerhersteller und das kommt nicht aus Deutschland, dann hat der Kunde direkt das Gefühl, oh, das muss minderwertige Qualität sein. Das ist aber nicht so. Wir Kunden sind also so ein Tick weit mit daran schuld, dass Messerhersteller nicht das Interesse haben, zu sagen, wo die Messer tatsächlich produziert werden, weil wir immer noch diesem Irrglauben aufsetzen, Messer aus anderen Ländern sind qualitativ schlechter als deutsche Messer. Dem ist heutzutage absolut nicht mehr so. Es gibt ganz viele, sogar in China produzierte Messer, die deutlich besser sind als einige in Deutschland produzierte Messer. Die Tricks der Messerhersteller sind da deutscher Hersteller. Punkt Nummer 1, wenn ich denke deutscher Hersteller, denke ich, das ist ein in Deutschland gefertigtes Messer. Dann Entwicklung in Deutschland. Wenn ich denke, oh, die Messer sind in Deutschland entwickelt, dann denke ich auch direkt einen Schritt weiter und glaube, die Produktion liegt auch in Deutschland und das tut sie nicht immer. Dann der nächste Punkt, deutscher Messerstahl. Ich kann natürlich deutschen Messerstahl nehmen, den aber woanders verarbeiten. Und deswegen muss ich hier ganz konkret sagen, wenn ein Messer nicht ausdrücklich hergestellt in Deutschland oder
Made in Germany irgendwo in der Beschreibung, sei es online oder nachher dann beim Verkäufer im Laden oder auf der Verpackung stehen hat, dann ist dieses Messer in 99% der Fälle nicht in Deutschland hergestellt. Ist es deswegen schlechter? Nein. Warum? Kommen wir gleich drauf. Bevor wir zu Kapitel 2 kommen, noch ganz wichtig, das gilt auch für andere angebliche Herkunftsländer. Nicht nur Deutschland ist bekannt als ein Land, was gute Messer herstellt, zum Beispiel Japan ist das auch. Dann denken wir uns, wir haben ein tolles japanisches Messer. Dabei ist ein japanisches Messer kein Messer, was in Japan gefertigt sein muss, sondern es könnte sein, dass japanischer Messerstahl verwendet wurde und oder die Bauform ein traditionell japanisches Messer ist. Die Fertigung von japanischen Messern findet jedoch zum Großteil im gesamten Messermarkt in China statt, weil dort die Produktionskosten günstiger sind. Auch hier gilt wieder, sind die Messer dadurch schlechter? Müssen sie nicht sein. Manchmal sind sie es vielleicht, manchmal sind sie aber auch einfach so gut, wie es nur sein kann. Kommen wir jetzt zu Kapitel Nummer 2. Damast ist immer echter Damast und Damast ist nicht gleich Damast. Damast ist kein geschützter Begriff. Ich darf theoretisch jedes Messer Damastmesser nennen. Aber der Kunde erwartet ja eine gewisse Optik bei einem Messer, wenn ich von einem Damastmesser spreche. Was wir als Kunden nämlich unter Damast verstehen, ist, dass wir mehrere Stahlsorten zusammen gehämmert haben. Wir stellen uns das noch so vor, dass das in Handarbeit passiert und ein Schmied mit seinem Hammer am Schmiedeofen steht und diese Stahlsorten mehrfach faltet, 100 Lagen, 200 Lagen und so weiter und so fort und wir dadurch eine einzigartige Optik an unserer Klinge bekommen. Was wir dadurch für ein Bild von Messern im Kopf haben, ist, dass ein Damastmesser so das Nonplusultra ist. Habe ich früher auch gedacht, Damastmesser, wow, richtig hohe Qualität, sauscharf, bleibt lange scharf. Diese eierlegende Wollmilchsau stellt man sich unter einem Damastmesser vor, wenn man sich mit dem Thema Messer noch nicht so sehr beschäftigt hat. Tatsächlich ist Damast eine Methode, ein Messer herzustellen, die auch genau das damals als Absicht hatte. Und es gibt Damastmesser, die das auch sehr, sehr gut machen. 99% aller Damastmesser, die man kaufen kann, machen das allerdings anders. Wir können hier grob in drei Kategorien von Damastmessern unterscheiden. Kategorie Nummer 1, gelaserter Damast. Das ist das, wo wir alle sagen würden, oh, das ist kein echtes Damastmesser, das ist ein Billigmesser, das ist nicht gut. Ja, tatsächlich ist es auch meistens der Fall, dass diese Messer nicht gut sind, sie könnten aber gut sein. Wir reden hier also über ein Monostahlmesser, wir haben eine Stahllegierung als Klinge und in diese Klinge haben wir ein Damastmuster mit einem Laser eingraviert. Davon habe ich gerade kein Messer hier, ich kann euch aber hier mal was einblenden, ohne die Marke davon zu zeigen, wie so etwas aussieht. Und wenn ihr euch die Damastmesser anschaut, die hier liegen, erkennt man sehr schnell auch Unterschiede, denn diese Gravur ist meist deutlich geradliniger und die Linien sind weiter auseinander und die ganze Optik wirkt so ein bisschen günstiger. Jetzt könnte man als Messerhersteller hingehen, ein richtig gutes Monostahlmesser produzieren, wie wir das zum Beispiel hier aus unserer Solinger Manufaktur haben. Da haben wir ein Monostahlmesser, allerdings ohne Gravur. Und wir könnten jetzt hingehen und hier mit einem Laser eine Gravur reinmachen lassen. Würde es dieses gute Messer schlechter machen? Nein. Warum machen wir das nicht? Ja, weil wenn man sich mit Messern auskennt und mit der Technik dahinter, warum sollte ich das tun? Mein Messer wird dann als schlechtes Damastmesser wahrgenommen, dabei ist es als Monostahlmesser mit eins der besten. Das ist der Grund, warum ich niemals empfehlen würde, einen gelaserten Damast zu kaufen, denn ein Messerhersteller, der etwas auf sich hält, der würde das sehr wahrscheinlich nicht tun. Ausnahmen bestätigen hier natürlich die Regel. Kommen wir jetzt zur zweiten Damastform und da reden wir über Damastlaminat. Wieder etwas, wo viele sagen, das ist auch kein echter Damast, weil ich will ja, dass diese zwei Stahlsorten so zusammengeschmiedet sind, dass die auch in der Klinge nachher vorkommen, also nicht nur in der Klinge, sondern in der Schneide unten nachher vorkommen. Und das ist beim Damastlaminat nicht der Fall. Hier haben wir jetzt ein Volldamastmesser, hier ist das der Fall. Und hier hätten wir jetzt zum Beispiel ein Damastlaminatmesser, hier ist das nicht der Fall. Das ist auch für uns als Kunden super leicht zu erkennen, denn wir haben hier in dem Messer in der Mitte einen Monostahl, so wie wir das bei einem Monostahl Messer auch haben, also einen sogenannten Core Steel, also ein Kernstahl in der Mitte, der dann letztendlich die Schneide bildet. Und wir haben auf den Seiten dann Damaststahl auflaminiert. Viele denken jetzt beim Damastlaminat, dass das lediglich optische Vorteile bringt und diese Messer deshalb keine guten Messer wären, weil sie ja kein echter Damaszenerstahl sind.
Und das, was eben bei den gelaserten Messern gegolten hat, das gilt hier tatsächlich nicht. Denn es gibt sehr viele Messerhersteller, die diese Technik des Damastlaminates anwenden und damit richtig, richtig tolle Messer zaubern, weil der Kernstahl in der Mitte ein sehr, sehr guter Messerstahl ist, der extrem scharf wird und sehr schnitthaltig ist, wenn man den vernünftig verarbeitet hat. Da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Und der Damastlaminat, der von außen drauf laminiert wird, der hat tatsächlich dann noch zwei, drei kleine positive Eigenschaften. Nämlich zum einen schützt er den Monostahl in der Mitte. Wir reden hier bei den meisten Messern von einem VG10 Kernstahl, der da genutzt wird. Das ist eine sehr harte Stahlsorte, die sehr scharf wird und lange schnitthaltig bleibt, dadurch, dass sie so hart ist. Allerdings ist eine harte Klinge auch immer bruchanfällig. Und eine bruchanfällige Klinge nehmen wir als Verbraucher als eher schlechtes Messer wahr, denn wenn es uns mal runterbricht oder wenn wir mal auf den Knochen hauen, dann bricht eine Klinge raus, also ein Teil aus der Klinge, und dann denken wir, was ist das für eine minderwertige Qualität? Dabei liegt das vielleicht an der Eigenschaft des Stahls und hat durchaus Vorteile. Was wir nämlich im Laufe des Videos auch noch lernen werden, es gibt nicht das perfekte Messer, weil es nicht den perfekten Messerstahl gibt. Es gibt diese eierlegende Wollmilchsau, die man durch Damasttechnik herstellen wollte, leider nicht, nicht mal bei Damastmessern. Wie schützt jetzt der Damastlaminat diese harte Klinge in der Mitte? Ganz einfach. Erstmal ist der Damastlaminat in der Regel deutlich weicher. Das heißt, ich kriege ein bisschen Flexibilität in die Klinge. Und dieser harte Kernstahl in der Mitte, der ist ein bisschen korrosionsanfälliger als das Damastlaminat, was hier drauf ist. Das bedeutet, der würde mit der Zeit eine Patina bekommen. Und viele Leute, die sich ein Messer kaufen, die kaufen sich extra ein hochwertiges, rostfreies Messer. Kein Messer ist rostfrei, damit sie eben diese Klingenform, dieses Silberne, für immer behalten. Das würde aber bei einem VG10-Stahl nicht so gut funktionieren. Und deswegen wird dieser Stahl laminiert von beiden Seiten. Und dann habe ich tatsächlich die schöne Optik durch den Damast. Ich habe eine langanhaltende schöne Optik, weil dieses Messer nicht anläuft und keine Patina entwickelt oder zumindest weniger Patina entwickelt. Das Messer wird dann mit dem Damastlaminat zusätzlich meistens noch geätzt, damit die Struktur schön zum Vorschein kommt. Und dadurch wird es auch nochmal vor Korrosion beschützt. Und ich habe eine flexiblere Klinge und trotzdem in der Mitte einen harten Kernstahl, der mir eine lange Schnitthaltigkeit ermöglicht. Und das ist ja auch schon Sinn und Zweck eines echten Damastmessers, so wie wir das immer verstehen. Bei einem echten Damastmesser werden nämlich meist zwei Stahlsorten zusammengebracht. Eine Stahlsorte ist etwas härter, die andere ist etwas weicher. Es gibt noch ganz, ganz viele andere Faktoren, auf die es ankommt. Aber das Video wird schon lang genug und ich möchte das deswegen jetzt einfach mal auf diese Faktoren runterbrechen. Also harte Stahlsorte, weiche Stahlsorte und die kombiniere ich miteinander. Das heißt, ich will nachher in der Klinge von dem harten Stahl profitieren, der eine lange Schnitthaltigkeit hergibt, und von dem weichen Stahl, der eine Flexibilität hergibt, damit mir die Klinge nicht so schnell ausbricht. Wie gut jetzt so ein Damastmesser ist, das hängt davon ab, welche Stahllegierungen hier zusammen gefaltet wurden und wie diese Stahllegierungen verarbeitet wurden. Das Thema Verarbeitung, da kommen wir jetzt gleich zu, denn das spielt nicht nur bei Damastmessern eine Rolle, sondern wirklich bei allen Messern durch die Bank weg. Ganz kleiner Tipp an der Stelle für euch, woran ich ein Damastlaminat von einem Volldamast unterscheiden kann. Dazu nehmen wir uns mal beispielhaft dieses Messer hier. Hier haben wir auch ein Damastlaminat und wir sehen jetzt sehr schön, dass die Damaststruktur irgendwann kurz vor der Schneide endet. Das bedeutet, kurz da, wo wirklich der Schliff rangebracht ist, da sehe ich plötzlich kein Muster mehr von meinem Damaststahl und dann reden wir von einem Damastlaminat. Das ist auch bei aufwendigeren Damastmustern so. Häufig versuchen Messerhersteller so ein bisschen zu kaschieren. Wenn ich aber sehe, dass dieser Damastlaminat unten plötzlich von seiner Struktur ganz häufig unterbrochen ist und nicht mehr wirklich eine Struktur zu sehen ist, dann handelt es sich sehr wahrscheinlich um ein Damastlaminat. Bevor wir jetzt aber zur richtigen Verarbeitung des Messerstahls kommen, kommen wir in Kapitel Nummer 3 erstmal zu der richtigen Stahllegierung. Also welchen Stahl nutze ich für den Bau meines Messers? Wir haben jetzt schon Monostahlmesser in dem Video behandelt, wir haben Damastlaminat behandelt, den gelaserten Damast, das ist der Monostahl. Dann haben wir noch den Volldamast, wo wirklich die zwei Stahlsorten auch noch in der Schneide drin sind, behandelt. Und jetzt gibt es noch eine weitere Art, nämlich den Dreilagenstahl. Diese vier Typen möchte ich jetzt einfach mal so in Kategorien zusammenfassen. Man kann hier immer noch Unterscheidungen treffen und es gibt auch noch mehr. Aber zur Vereinfachung berufen wir uns jetzt mal auf diese vier Kategorien. Beim Monostahlmesser kann man es sich jetzt relativ einfach machen. Was möchte ich bei einem Messer? Ich möchte ein Messer, was sauscharf ist und was lange seine Schärfe
behält, damit ich es möglichst selten nachschleifen muss und lange etwas von meinem Messer habe. Also könnte ich einfach einen sehr harten, sehr kohlenstoffhaltigen Stahl nutzen und könnte den als Messerstahl verwenden. Und dann habe ich ein tolles Messer, was mich lange begleitet, wenn ich es vernünftig pflege. Aber da sind wir beim richtigen Stichwort. Pflege. Nehme ich einen Messerstahl mit hohem Kohlenstoffanteil, dann habe ich den Nachteil, dass dieses Messer rostanfällig ist, beziehungsweise zumindest anfällig ist für eine Patina. Rostanfällig auch bei falscher Benutzung, aber selbst wenn ich es vernünftig benutze, entwickelt es eine Patina, denn meine Lebensmittel enthalten ja Flüssigkeit, Salze, Säuren und so weiter und all das wirkt sich auf den Stahl aus und das sehe ich nachher optisch an der Klinge. Zudem darf ich diese Messer wirklich nicht in die Spülmaschine packen, ich darf sie nicht irgendwo noch feucht liegen lassen, weil dann rosten sie mir tatsächlich weg und dann habe ich nicht so viel Spaß damit. Deswegen ist man sehr schnell hingegangen und hat gesagt, wir müssen einen edleren Stahl verwenden, der nicht so schnell rostet. Da hatte man aber das Problem, wenn ich jetzt andere chemische Bestandteile in diese Stahllegierung reinbringe, dann wird der Stahl in der Regel weicher oder die Stahllegierung wird unregelmäßiger. Ich habe also nachher nicht so eine glatte Klinge, sondern vielleicht eine Klinge, wo ich mehr Ausbrüche drin habe. Man kann sich das vorstellen, dass dieser Stahl besteht aus mehreren Kristallen. Und wenn dann Kristalle sich aus der Klinge lösen, dann habe ich nachher eine sehr raue Klinge. Und da fing die Entwicklung für Messerstähle an. Das ist jetzt schon sehr, sehr lange her. Und bis heute hat man keine Stahllegierung gefunden, die letztendlich hier die eierlegende Wollmilchsau abbildet. Das heißt, die sowohl extrem scharf wird, lange scharf bleibt, sehr leicht nachzuschärfen ist, denn auch das ist ein wichtiger Punkt. Ich kann ja eine Messerklinge unglaublich hart machen, aber womit schleife ich die danach? Wenn nachher selbst eine Diamantscheibe Schwierigkeiten hat, dieses Messer zu schärfen, dann ist das auch kein Vorteil für ein Messer, sondern wieder ein Nachteil. Und was beim Stahl ja ebenfalls wichtig ist, weil wir als Verbraucher das haben möchten, eine gute Verwendbarkeit, Anwendbarkeit und damit einhergehend eben einen edlen Stahl, der nicht rostet. Rostfreie Klingen sind also immer ein Kompromiss und deswegen auch nie zu 100% rostfrei. Das muss man wissen. Ich habe den Drei-Lagen-Stahl erwähnt und darüber jetzt noch nichts gesagt, deswegen ganz kurz und knapp einmal dazu. Ein Drei-Lagen-Stahl ist letztendlich wie ein Damastlaminat. Ich habe einen Monostahl in der Mitte, der hat die positiven Eigenschaften der Schärfe und der langen Schnitthaltigkeit und dass er gut nachzuschärfen ist im Idealfall. Der hat aber auch, wie der Kernstahl beim Damastmesser, dann entsprechend ein paar Nachteile. Und um diese Nachteile zu entgehen, laminiere ich von außen noch edlere Monostähle auch drüber, habe also insgesamt drei Lagen, außen einen edleren Stahl, in der Mitte eben einen harten Stahl und habe dasselbe Prinzip wie bei Damastlaminat, nur dass ich hier eben nicht 67 oder 110, 111 Lagen habe, wie ich das bei Damastlaminat häufig habe, sondern drei Lagen. Einzelne Stahllegierungen kann ich jetzt hier kaum anführen, denn es gibt wirklich unzählige. Und man kann die alle kategorisieren danach, wie hart sie sind, wie schnitthaltig sie sind, wie scharf sie werden können, wie leicht sie nachzuschärfen sind. Und dann kann man nachher gucken, okay, wo habe ich jetzt Stahlsorten, die einen guten Kompromiss finden. Der Solinger Messerstahl zum Beispiel, der hier bei diesem Messer verwendet wird, nennt sich auch 440B. Es gibt verschiedene Modellbezeichnungen dafür. Das ist ein Messerstahl, der in Solingen super gerne verwendet wird, weil er zum einen sehr scharf wird, lange scharf bleibt und sehr leicht nachzuschärfen ist. Deswegen ist das auch ein Stahl, der für viele Messer auch in der Gastronomie und für Metzger und so weiter genutzt wird. Der hat aber auch Eigenschaften, die für bestimmte Messer nicht so gut geeignet sind. Für ein Küchenmesser, für uns privat zum Grillen, ist das jedoch einer der führenden Stahlsorten, weil er vor allem auch in der Produktion relativ kostengünstig ist. Ich kann nämlich auch Stahlsorten wählen, wie zum Beispiel einen Böhler M390 oder auch einen anderen Stahl von Böhler. Da gibt es höherwertige und auch weniger höherwertige Messerstähle. Und da kann ich dann direkt allein nur für den Stahl, um eine Klinge zu fertigen, weit über 100 Euro im Einkauf zahlen. Das erklärt natürlich bei vielen Messern dann diese Preisunterschiede. Und da kommt es ganz auf die Stahllegierung an und auf eure Wünsche. Das Problem ist, dass man als Kunde sich mit der Stahllegierung ja sehr wahrscheinlich kaum auseinandergesetzt hat, da nicht viel drüber weiß und viele Hersteller diese Stahllegierung kaum angeben oder auch versuchen, die irgendwie ein bisschen zu verschleiern, weil es eben so viele Formen gibt, eine Stahllegierung zu schreiben.
Man kann die chemische Schreibform nutzen, wo ich dann mit einem Code bestimmte Anteile innerhalb der Legierung hinschreibe. Ich kann zum Beispiel so einen Code wie 440b verwenden. Ich kann auch eine ganz eigene Legierung erfinden und die so benennen, wie ich das möchte. Hier ist es also als Verbraucher, und als Verbraucher ist man nun mal meistens ein Laie, kaum zu entscheiden, welche Stahllegierung jetzt wirklich gut ist. Ich kann euch aber mal bei uns auf der Webseite einfach ein paar Stahllegierungen mal hinschreiben, auf die man achten sollte, weil die preis-leistungstechnisch Vorteile haben oder zumindest leistungstechnisch Vorteile haben, wenn ihr sagt, ihr wollt in höhere Preisklassen einsteigen. Jetzt kommt aber ein Punkt, der macht das mit den Stahllegierungen noch komplizierter und macht letztendlich die Entscheidung nach der Legierung schon wieder nahezu unmöglich, denn wir kommen jetzt zur Verarbeitung des Messerstahls in Kapitel Nummer 4, und die Verarbeitung meint insbesondere das Härten von Stahl. Denn das ist einer der wichtigsten Schritte in der Produktion eines Messers, und das kann mir ein Messer mit einem unfassbar tollen Stahl zu einem sehr schlechten Messer machen, und das kann mir ein Messer mit einem nicht so tollen Stahl zu einem trotzdem sehr guten Messer machen. Bevor wir da jetzt konkret drauf eingehen, möchte ich noch einmal wieder den Bogen schließen zum Anfang. Wo wird ein gutes Messer produziert? Die Punkte Stahllegierung und die Punkte Stahlverarbeitung, die haben dazu beigetragen, dass es zu der Annahme kommt, dass ein deutsches Messer ein tolles Messer ist und ein Messer aus dem Ausland nicht so toll. Denn wir haben hier früher Technologien entwickelt, womit wir tolle Legierungen hergestellt haben, die wir richtig gut auf Perfektion verarbeiten konnten und mit der richtigen Härtung genau die Härte, genau den Härtegrad erzielen konnten, der für diese Stahllegierung perfekt ist. Und das konnten viele andere Länder jahrelang nicht. Aber dadurch, dass die freie Wirtschaft natürlich immer guckt, dass man das beste Preis-Leistungs-Verhältnis anbietet, hat man schnell überlegt, wie kriege ich die Produktionskosten bei einem Messer reduziert. Und da war ganz klar, wenn ich an der Qualität nicht sparen möchte, dann muss ich an Personal sparen. Und wenn ich jetzt mit meiner Produktion, das heißt mit den Maschinen, mit der Technologie, mit den Vorgangsweisen und so weiter, ins Ausland gehe, in ein Niedriglohnland, und lasse dann dort dieselbe Stahllegierung auf dieselbe Art und Weise verarbeiten, dann habe ich nachher dasselbe, genauso hochwertige Messer, aber mit viel weniger Kosten produziert, heißt, ich kann Gewinnmaximierung betreiben. Und das passiert bei uns in der freien Wirtschaft natürlich immer, also in 99% der Fälle, außer es gibt wirklich Firmen mit dem Idealismus, das nicht zu tun, aber die meisten machen das und die meisten können auch nur so auf dem Markt bestehen. Und deshalb ist es schon seit einigen Jahren so, dass wir aus dem Ausland dieselbe Messerqualität bekommen wie aus Deutschland, nur das kostengünstiger. Und das hat sich natürlich so etabliert, dass der Preis für ein gutes Messer in unserer Wahrnehmung eben Summe X ist. Und jeder Messerhersteller muss versuchen, sein Messer für Summe X auch irgendwo im Markt zu platzieren. Und das funktioniert meistens nur mit der Produktion im Ausland. Für uns als Kunden spielt das keine große Rolle in Sachen Qualität der Messer, nur in Sachen, was will ich unterstützen, wo will ich mein Messer einkaufen. Das Problem dabei ist, bis zu einer gewissen Preisklasse haben wir da eben kaum eine Wahl, wenn nicht sogar keine Wahl. Wenn wir ein sehr gutes Messer in einer gewissen Preisklasse haben möchten, dann kommen wir nicht darüber hinweg, ein Messer aus dem Ausland zu kaufen. Da kommt es aber ganz darauf an, bei wem ich dieses Messer kaufe. Worauf es bei der Verarbeitung auch ankommt, das sind solche Dinge wie zum Beispiel, wie breit ist diese Messerklinge, der Messerrücken vor allem, geschmiedet. Dann, wenn ich den Messerrücken betrachte, wie läuft die Klinge vom Messerrücken bis zur Schneide hin zu? Ist das flach? Ist das eher bauchig? In welchem Winkel verläuft das? Und dann kommt es auch auf den Schleifwinkel an. Schleifwinkel ist ganz häufig gesagt, ja, 15 Grad ist gut, oder nee, 20 Grad muss es sein, oh nee, 8 Grad, das ist der beste Schleifwinkel. Es gibt nicht pauschal den besten Schleifwinkel, sondern der Schleifwinkel muss angepasst sein an die Breite der Klinge hier unten, bevor letztendlich der Schliff ins Messer reingebracht wird. Und das muss von den Messerherstellern kontrolliert werden, und dafür muss der perfekte Schliff für jedes Messer extra gewählt werden. Und das sind Punkte, die kann ich als Konsument einfach sehr, sehr schlecht überprüfen. Ob da mein Messerhersteller Ahnung von hat oder keine Ahnung von hat, zumal Schleifwinkel sehr selten auch nur angegeben sind. Und wenn sie angegeben sind, kann ich gar nicht viel damit anfangen, weil ich kann nicht sagen, oh, 20 Grad ist ein billiges Messer und 15 Grad ist ein gutes Messer, sondern es kommt darauf an, was zu dem jeweiligen Messer passt. Bei Küchenmessern ist ein 20 Grad Winkel meist nicht so sinnvoll, da geht es eher in Richtung 15 Grad oder auch sogar noch darunter. Das kommt aber eben darauf an, wie die Klinge an sich gefertigt ist.
Das Thema Verarbeitung möchte ich damit jetzt auch mit dieser Erklärung abschließen. Es kommt also auf die Maschinen an, die Verarbeitung, das Härten des Stahls, die Technologien, die damit verbunden sind, auch vor allem die Härtung für jede Stahllegierung, die Vorgehensweise für jede einzelne Stahllegierung, die ist nämlich sehr unterschiedlich. Und da gibt es Manufakturen, die können das gut und es gibt Manufakturen, die können das nicht so gut. Und die gibt es sowohl in Deutschland als auch in China, als auch in Japan, als auch in der Türkei und so weiter und so fort. Die gibt es überall auf der Welt. Messerkauf ist eben Vertrauenssache und dazu kommen wir jetzt gleich. Vorher klären wir jetzt aber noch den ganz wichtigen Punkt, wie viele Messer brauche ich eigentlich? Und diese Frage ist überhaupt nicht leicht zu beantworten, weil jeder unterschiedliche Bedürfnisse hat. Wir können uns auch nicht einfach immer an der Gastronomie oder an Metzgern oder an Köchen orientieren, weil die brauchen andere Messer, als wir das für den Privatgebrauch benötigen. Für den Privatgebrauch sind auch häufig die Messer, die Köche benutzen, die Metzger benutzen, die Gastronomie benutzt, überhaupt nicht die richtigen. Wir orientieren uns aber häufig daran, weil wir sagen, ach, wenn die das nutzen, dann muss das ein gutes Messer sein. Und das, was die an Ansprüche an ein Messer haben, das sind teilweise ganz andere Ansprüche, als wir das privat haben. Die würden zum Beispiel in der Gastronomie selten ein Messer mit Holzgriff kaufen, weil das in der Gastronomie so ein bisschen verpönt ist. Es gibt auch das ein oder andere Gesundheitsamt, was sagt, nee, das erlaube ich dir nicht oder gestatte ich dir nicht, Messer aufgrund Hygieneaspekte. Man muss aber tatsächlich gar nicht auf Holz in der Gastronomie verzichten. Es ist nur einfach unfassbar unpraktisch, Holz in der Gastronomie zu verwenden. Für uns privat spielt das aber gar keine Rolle. Und Holz hat als Griff tatsächlich viele Vorteile. Zum einen ist da natürlich ein Nachhaltigkeitsaspekt, ein Umweltaspekt. Zum anderen ist da der optische Aspekt. Holz kann unfassbar schön sein. Und da ist noch der Aspekt der Ausgewogenheit eines Messers. Ein Holzgriff wiegt viel mehr als ein Kunststoffgriff und kann ein Gegengewicht zur entsprechenden Klinge bieten. Und wenn ein Messerhersteller weiß, was er da tut bei der Entwicklung seiner Messer, kann er das eben perfekt aufeinander abstimmen. Und somit sollte man für den Privatgebrauch vielleicht andere Messer kaufen, als Metzger und andere Gastronomen das tun. Ich weiß, ihr wollt aber auch noch wissen, welche Bauform man wirklich braucht. Und da möchte ich euch sagen, grundsätzlich erstmal eine, nämlich die Bauform eines Chefmessers oder eines Kochmessers, wie auch immer man das nennen möchte. Die deutsche Bauform oder eine asiatische, japanische Bauform, dann wäre das zum Beispiel ein Santoku-Messer. Hier haben wir jetzt die deutsche Bauform, also ein Chefmesser, Kochmesser und das ist ein wahrer Allrounder. Ich kann damit Gemüse schnibbeln, ich kann damit Fleisch schneiden, ich kann damit einen Wiegeschnitt machen, ich kann damit auch mal was tranchieren. Ich habe eine Auflagefläche, um nachher mein Gemüse, was ich geschnitten habe, irgendwo reinzufüllen und. Ganz viele Punkte, die für dieses Messer sprechen. Das ist halbwegs stabil, das heißt, wenn ich an Knochen komme, bricht mir nicht sofort ein Teil der Klinge raus. Das ist auch halbwegs flexibel, das bedeutet, ich kann eben auch mal was tranchieren, aber von allem eben trotzdem irgendwo ein Kompromiss, weil es ein Allrounder ist. Wenn ich jetzt also sage, ich bereite sehr viele Lebensmittel vor, ich mache das leidenschaftlich, ich mache das hobbymäßig, vielleicht sogar so ein bisschen teilambitioniert, dann kann man sagen, man kann dieses Messer ergänzen durch ein paar andere Bauformen. Was bei mir zum Beispiel ganz häufig zur Anwendung kommt, das ist jetzt noch ein kleines Allzweckmesser, zum Beispiel als Gemüsemesser, weil hier habe ich noch mal mehr Gefühl da drin, wenn ich etwas schneide. Auch wenn ich zum Beispiel bei Fleisch mal eine Sehne runterpariere, ist das ein Messer, wo ich viel mehr Gefühl dafür habe, das auch zu tun. Und trotzdem ist auch dieses Messer in vielen Belangen wieder eher ein Kompromiss. Und wenn ich jetzt noch weitergehen würde, dann könnte ich mir eben auch noch Messerformen für bestimmte Anwendungen zulegen. Da ist dann aber das Problem, wenn ich diese Anwendungen gar nicht so oft habe, dann sind das Messer, die lange in der Schublade liegen oder eben lieber woanders als in der Schublade. Das ist nicht der perfekte Ort für Messer. Und dann kann es eben zu Aussagen kommen wie, ja, solche Messer braucht man eigentlich gar nicht. Das kommt aber eben genau auf den Anwendungszweck an. Beispielhaft können wir hier dieses Filetiermesser nehmen. Unfassbar praktische Klingenform, damit kann ich noch viel besser Sehnen runterparieren. Die Klinge ist noch mal flexibler und hat ein paar bautechnische Vorteile. Aber wenn ich nicht so oft Fleisch pariere, dann brauche ich das nicht. Das Schöne ist aber privat, wenn ich mit einem Messer arbeite, bei meinem Hobby, bei etwas, was Spaß machen soll, wo alle zusammen vielleicht Lebensmittel zubereiten, dann spielt vielleicht die Bauform und die Nützlichkeit einer Bauform gar keine Rolle. Und dann kann auch so ein Messer wirklich grandios sein. Ja? Das hier zum Beispiel ist ein handgefertigtes Unikat von einem deutschen Messerbauer. Das hat natürlich dadurch seinen Preis. Die Klinge ist unfassbar hart mit einem super Messerstahl. Das ist ein Messer fürs Leben. Qualitätstechnisch würde man für so ein Messer normalerweise bestimmt zwischen 200 und 300 Euro zahlen, allein nur für die Materialien, die verwendet worden sind, plus die normale Fertigung. Da das hier aber deutsche Handarbeit ist und ein handgeschmiedetes Messer ist, zahlt man diese natürlich auch nochmal drauf. Dafür hat man ein Unikat. Braucht man so ein Messer? Nö, absolut gar nicht.
Wollen manche so ein Messer? Ja, absolut, kann ich auch nachvollziehen. Fassen wir das also einmal zusammen. Ihr solltet euch auf jeden Fall eine Art Chefmesser, Kochmesser oder Santoku-Messer holen, um einen Allrounder zu haben, um alles zubereiten zu können. Zusätzlich können jetzt hier noch weitere Messer von Vorteil sein. Ein kleineres Messer für filigranere Arbeiten oder um auch mal Fleisch und Gemüse getrennt voneinander zu bearbeiten, ohne zwischendurch euer Arbeitswerkzeug säubern zu müssen. Darüber hinaus können Messer auch etwas sehr Emotionales sein, was Spaß macht, wo man vielleicht auch eine Sammlereigenschaft entwickelt. Und es gibt so viele verschiedene Messerbauformen, Messertypen und Optiken, dass man sagen kann, wenn einen das wirklich interessiert, gibt es viele weitere Messer, die vielleicht technologisch nicht notwendig wären, aber trotzdem Sinn machen zu kaufen, wenn sie für einen selber einen entsprechenden Mehrwert bieten. Kommen wir jetzt also zum letzten Kapitel. Warum ist der Messerkauf Vertrauenssache? Das ist ein Satz, den ich einmal von einem meiner Messerbauer hier aus einer Schmiede aus Solingen gehört habe, der mir seitdem nie wieder aus dem Kopf gegangen ist, weil er so viel Wahrheit beinhaltet. Ihr könnt Messer kaufen rein nach der Optik. Das heißt, ihr guckt online, guck mal, dieses Messer, ja, das hier ist zum Beispiel ein sehr auffälliges Messer. Wenn ihr online mal schaut, dann findet ihr verschiedenste Anbieter, die ein Messer mit einer solchen Optik verkaufen und die Anzeigebilder sind sich meist auch sehr ähnlich. Das Problem ist, ich kann jetzt nicht einfach den Preis vergleichen. In Deutschland ist man immer markengetrimmt. Von welcher Marke kaufe ich was? Und wenn ich jetzt dieses Messer habe, nehme ich das wahr als eine Schublade, diese Schublade Messer, diese Messer, wo kriege ich die am günstigsten? Das Problem ist, ihr habt in diesem Video erfahren, auf wie viele Faktoren es ankommt, damit ein Messer wirklich gut ist. Das bedeutet, wenn ihr jetzt einfach guckt, wo kriegt ihr ein Messer dieser Optik am günstigsten, dann habt ihr nachher vielleicht gar nicht das tolle Messer, was ihr euch erhofft habt. Das bedeutet, es wurde minderwertigeres Holz verwendet. Oder die Verarbeitung des Griffes ist deutlich minderwertiger. Oder die Verklebung des Messers ist deutlich minderwertiger. Oder, was am schlimmsten wäre, es ist gar nicht die Stahllegierung, die ihr euch jetzt erwartet oder erhofft hättet. Oder es ist zwar die Stahllegierung, aber die Manufaktur, die dieses Messer so günstig hergestellt hat, kann das gar nicht so gut, wie sie es können müsste, damit das ein wirklich tolles Messer ist. Bei Damastmessern geht es jetzt noch einen Schritt weiter. Es gibt Messer, die sehr optisch sehr ähnlich aussehen, aber jetzt zum Beispiel hier sprechen wir von einem Volldamastmesser. Hier haben wir also den Damaszenerstahl bis in die Schneide rein. Es gibt Messer, die optisch sehr, sehr ähnlich aussehen, allerdings Damastlaminat sind und kein Volldamast. Das Problem ist, dass das nie so transparent gezeigt wird. Nach diesem Video werdet ihr das sehr wahrscheinlich differenzieren können, aber normalerweise haben wir als Kunden da wenig Chancen, das differenzieren zu können, wenn wir nicht dort anrufen und mal konkret nachfragen. Da ist wieder das Problem, wo will ich anrufen, wenn ich jetzt beim Amazonas so ein Bild sehe und das kaufen will oder bei irgendeiner anderen Plattform oder vielleicht sogar bei einer Plattform, die überhaupt nicht im europäischen, amerikanischen Raum angesiedelt ist, sondern vielleicht irgendwo im asiatischen Raum angesiedelt ist. Und da sprechen wir jetzt nochmal was Wichtiges an. Die Asiaten, die Chinesen, die können tolle Messer machen. Aber auch dort ist die Wirtschaft ganz groß und die sparen an allen Ecken. Wenn die keine tollen Messer machen müssen und trotzdem viel Geld für ein Messer bekommen, dann sparen die auch sehr, sehr gerne ein. Wir natürlich auch, das bezieht sich jetzt nicht nur auf Chinesen. Also da bitte kein Schubladendenken anwenden. Jeder, der schon mal Produkte hat herstellen lassen, der weiß, wie wichtig es ist, einem Hersteller Vorgaben zu machen, die Produktion zu kontrollieren und am Ende eine gute Qualitätskontrolle zu machen. Und all das können wir als Kunden ja nicht tun. Und deswegen sind wir darauf angewiesen, dass wir bei einem Messerhersteller einkaufen, der all das kann und was von seinem Handwerk versteht. Und ich glaube, das ist ein guter Abschluss zu diesem Kapitel. Wenn ihr auf der Suche nach dem richtigen Messer seid, dann schaut mal unten in die Videobeschreibung. Dort habe ich euch einen kleinen Ratgeber und natürlich auch ein paar Produkte verlinkt in unterschiedlichsten Preisklassen. Wenn ihr dazu nochmal eine extra Beratung wünscht, dann seid ihr bei uns natürlich auch an der richtigen Stelle. Wo findet ihr auch? Unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr mit euren Kommentaren und euren Erfahrungen dieses Video ergänzt, vielleicht auch mit eurem Know-how. Wichtig ist, ich bin nicht allwissend, ich bin jetzt hier nicht der Meister aller Messer, sondern ich wollte einfach dieses Wissen mal weitergeben, weil ich glaube, dass sehr, sehr viele Menschen von diesem Wissen auch noch profitieren können. In diesem Sinne hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat, ihr den Daumen nach oben dagelassen habt und ein Abo für den Kanal, denn dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao!